Ich sage, dass Sie jetzt dazugestoßen sind, weil es jetzt sonst ein bisschen unfair ist. Die anderen beiden haben den gesamten Tag mitgestaltet, zugehört etc. Wollen Sie vielleicht mal einen ersten Aufschlag machen, warum es unglaublich wichtig ist, dass wir im Zusammenhang, und wir haben heute gesagt, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Warum ist es wichtig, wenn es 5 nach 12 ist, Energiekrise und Klimaneutralität und Klimakrise zusammen zu adressieren? Wir haben heute, das gebe ich vielleicht noch vorweg, über den Tag immer wieder gehört, die Klimakrise ist die noch größere Herausforderung, das Ziel, dem alles untergeordnet werden muss, in Anführungsstrichen, oder in Tune sein muss. Warum ist Forschung jetzt absolut im Zentrum für Sie? Bitte. Ah, Sie brauchen ein Mikro, sonst sind Sie draußen. Entschuldigung. Ja, das ist Ihres und Sie beide haben 2. Ja. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mich jetzt auch warm zu laufen. Bitte gerne. Und dann gleichzuziehen mit Frau Professor Bach und Herrn Professor Edenhofer. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Bisschen, wenn Sie es ein bisschen näher halten, sonst kriege ich einen Rüffel, dass wir nicht gehört werden. Danke. Es liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Wissenschaft und Forschung ist dringend erforderlich, diese komplexen Herausforderungen anzugehen. Wer sonst kann diese Komplexität intellektuell meistern? Wir brauchen also Wissenschaft, Forschung, um gute Analysen zu haben, aus denen letztendlich Handlungsoptionen für die Politik erwachsen können. Und die Beispiele liegen ja auf der Hand. Aus vielen der Wissenschaftsbereiche sind in den letzten Monaten auch in Ansehung jetzt der Energiekrise zum Beispiel Studien in Auftrag gegeben, Studien durchgeführt worden, die letztendlich das Ziel hatten, der Politik in diesem neuen unter diesen neuen Rahmenbedingungen, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Handlungsempfehlungen aufzuzeigen, was die Preisentwicklung anbetrifft, was die Rolle von neuen Technologien, das Thema Wasserstoff ist gerade diskutiert worden, anbetrifft. Also ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, dass die Wissenschaft ihre Expertise einbringt, sich Gehör verschafft. Es geht ja nicht nur ums die Erkenntnis schaffen, sondern diese Erkenntnis auch zu kommunizieren. Haben wir heute schon intensiv darüber diskutiert. An die Politik. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Das hilft den Entscheidungsträgern in der Politik, möglichst gute, vielleicht immer bessere Entscheidungen. Ich bleibe bei Ihrem optimistischen Ansatz, den Sie gerade Sie haben ja gar keine Alternative. Aufgegriffen haben. Also, dass die Politik gute Entscheidungen treffen kann. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ganz entscheidend. Forschung und Wissenschaft legen die Grundlage für Innovation. Wir brauchen Innovation. Wir brauchen eine förmliche Innovationswelle von grünen Technologien. Deshalb sind diese Copernicus-Projekte für uns auch, sage ich mal, die Ministerin hat es ja gesagt, sind im Grunde ein gutes Beispiel dafür, wie man verlässliche Forschungsförderung auf der einen Seite, aber schon auch mit einer gewissen Dynamik, und ich als der zuständige Abteilungsleiter im Ministerium sage ich das an der Stelle dann auch sehr deutlich, diese langfristige Perspektive einräumen, dass Forschung einen verlässlichen Rahmen findet, in Kooperation mit den Stakeholdern, wie es so schön heißt, insbesondere der Industrie, jetzt auch in der letzten Phase, die Ministerin hat ja gerade den Startschuss verkündet und es gab ja auch positive Resonanz hier im Raum, dass wir da zu einem Commitment der Industrie kommen, zur Umsetzung, zur Innovation, dass es nicht in der Wissenschaft bleibt. Ich muss sagen, auch aus meinen Zeiten im Ausland weiß ich, die deutsche Wissenschaft hat einen exzellenten Ruf. Ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir sind auch, glaube ich, relativ gut bisher finanziert. Und es ist nur entscheidend, dass wir dann auch diesen Transmissionsriemen spannen können, die Erkenntnisse nicht in Publikationen nur bleiben, dass sie kommuniziert werden, dass sie, und zwar nicht nur auch an die Politik, sondern dass sie auch kommuniziert werden an die Öffentlichkeit, weil wir für diesen Transformationsprozess, der hier ansteht, braucht die Politik auch das Hineinwirken in die Öffentlichkeit. Der politische Entscheidungsträger hängt von Wahlen ab, er ist legitimiert durch Wahlen. Und das Beispiel Italien zeigt, wie wir gerade schmerzvoll erleben an vielen Stellen. Ne? Ja. Und insofern ist es wichtig, dass die Wissenschaft da ihre Beiträge leistet. Und ich glaube, dass die Copernicus-Projekte hier für beispielhaft stehen, wie man
das auch instrumentell richtig umsetzt. Davon sind wir nach wie vor jedenfalls als BMBF sehr überzeugt. Ich glaube, wenn wir Ihnen jetzt alle im Raum zugehört haben, es gibt wenig Widerspruch gegen das, was Sie gerade gesagt haben. Ich möchte dieses Thema Wissenschaftskommunikation und Hineinsenden in Gesellschaft und so weiter, das möchte ich nochmal kurz zurückstellen. Wenn Sie jetzt, ich möchte zu Ihnen beiden kommen, Sie haben beide mit einer offenen Frage den ganzen Tag mitgestaltet und zugehört. Wo sind, wenn wir das jetzt in die Praxis übertragen, wo sind die dicken Bretter? Was sind die Herausforderungen dabei, die sich, oder was sind die wichtigen Stellschrauben, über die wir jetzt sprechen müssen, wenn Forschung das Gewicht bekommen soll, um Desinformationen gegenübergestellt zu werden, um in Geschwindigkeit für Innovation zu sorgen? Ich will jetzt nicht Wasser in den Wein gießen, vorhin Heidelberg Materials, Genehmigungsverfahren 3 bis 10 Jahre, da geht es aber nicht um Forschung. Also was sind die dicken Bretter? Vielleicht wollen Sie zuerst und dann kommen wir zu Ihnen. Ja. Wenn wir jetzt mit der Geschwindigkeit beginnen, ich glaube, der erste Punkt ist die Klarheit, also die wissenschaftlichen Fakten, Zahlen, Daten am Tisch für die Politik, aber auch für StakeholderInnen. Ich denke es dann typischerweise Industrie, Energieversorger, die brauchen alle Investitionspfade, die müssen alle wissen, in welche Kraftwerke wird investiert und welche Kraftwerke werden revitalisiert und welche werden zugesperrt. Also es braucht Klarheit von Zahlen, Daten, Fakten und es braucht, so gut es geht, klare Transitionspfade und einen politischen Diskurs darüber, wo man dann sagt, wo man sich mehr oder weniger so darauf einigt, dass für die Wirtschaft, aber auch für die Bevölkerung so rasch als möglich klar wird, was ist sicher, worauf kann ich bauen, wo kann ich investieren. Im Sinne der klaren Pfade darf ich noch eine Rückfrage stellen. Brauchen wir auch mehr im Sinne der wahnsinnigen Aufgabe, in der wir global alle verhaftet und verantwortlich sind, Forschungsergebnisse und Fortschritte auch stärker als Allgemeinwohlteil zu verstehen und nicht selber Elfenbeintürme zu erzeugen oder dergleichen. Brauchen wir andere Austauschformen, andere Austauschverständnisse? Ja. Ja. Weil Daten sind ja auch Währung, wie wir absolut wissen, etc. Also wenn ich jetzt hier als Vorständin eines Energieversorgers da sitze, dann sage ich, ich brauche alles das, was hier diskutiert wird, dringend und zwar täglich und ich bin nicht die Einzige, die das braucht, weil alle Energieversorger sitzen vor dem riesigen Thema, sie müssen eine Energiewende stemmen und man diskutiert den Preis rauf, runter und irgendwelche Gewinne abschöpfen und trotzdem soll man investieren, aber wo soll ich investieren und soll man in Wasserstoff investieren und sonst wo. Also dieser Punkt, ja, dieses Wissen, wohin geht's, ist ganz kritisch und es gibt halt ein paar, die sich engagieren und sich das Wissen suchen, aber es gibt auch viele, die den Zugang nicht haben oder das Netzwerk nicht haben und deswegen einfach warten, bis sie vielleicht zufällig eine Information erreicht und das ist dann auch viel zu spät. Also wenn wir hier mobilisieren wollen, müssen wir ganz gezielt auf die CEOs der Industrie zugehen, auf die Energieversorger zugehen, auf all die Entscheidungsträger zugehen, EntscheidungsträgerInnen und versuchen, sie mit dem Wissen zu konfrontieren, damit sie beginnen mitzutragen. Mhm. Und einen zweiten Punkt muss ich nur sagen, das waren jetzt die CEOs und die StakeholderInnen und genauso wichtig wird es sein, mit der Geschwindigkeit, mit der gesamten Bevölkerung, die BürgerInnen mitzunehmen, die Zivilgesellschaft, aber auch ihre Vertretung in Form von ja, Bürgermeistern, Gemeindevertretern, weil da liegt die Geschwindigkeit dann im Detail. Jede Photovoltaikanlage, jede Windkraftanlage, jedes kleine Wasserkraftwerk braucht die Unterstützung der Bevölkerung, sonst wird nichts funktionieren. Und das heißt, auch da müssen wir uns. Und das ist ja das Schöne an Copernicus, es wird hier ja gemacht, es wird hier erprobt, es werden hier die Methoden entwickelt, aber wir müssen die Methoden dann in die Breite bringen. Und es muss eigentlich in Zukunft bei jedem Kraftwerk von vornherein ein professioneller Prozess beigestellt sein, um so etwas zu begleiten, um Geschwindigkeit zu erhöhen. Wer sollte das Geld dann dafür bezahlen? Also sind das dann die Marketingbudgets der Institutionen oder muss das institutionalisiert werden, dass diese Form der Kommunikation, weil es eben diese Gemeinschaftsaufgabe ist, auch anders gedacht wird und bereitgestellt wird? Also ich kann mir vorstellen, dass das eine gemeinsame Finanzierung des jeweiligen Investors, ja, ist, egal ob das ein Energieversorger oder ein Investor ist, vielleicht gemeinsam mit dem Land oder dem Staat. Ich glaube, dass das im Verhältnis zu dem, was wir an Anlageninvestitionen reden, nicht das große Problem ist. Was geht Ihnen gerade im Kopf rum?
Also das, was Sie öffentlich mitteilen würden zum Thema, ja, meinte ich jetzt gerade. Ich glaube, in Ihrem Kopf passiert viel. Aber ich teile jetzt nicht mit. Wir sind ja so ausgebildet in Bezug auf die Frage, dass wir das strukturiert von uns geben, was uns durch den Kopf geht. Also zunächst mal das Allererste. Ich kann also meine Freude kaum unterdrücken über das, was die Ministerin gesagt hat. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also ich hoffe, dass Sie die Budgetzahl richtig verstanden haben. Was haben Sie denn gehört? Damit, weil wir wollen ja die richtigen... Ja, haben Sie auch 120 Millionen gehört? Ich habe 120 Millionen. Bis zu 120 Millionen. Aber das ist ja klar, dass das natürlich ein Gleichheitszeichen ist. Und also ich finde es ganz großartig und ich freue mich da sehr drüber. Und ich weiß, dass das sicherlich das Durchsetzen nicht einfach war. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair, wenn ich sage, ich gratuliere Herrn Rieke und dem BMBF zu dieser großartigen Entscheidung. Das ist natürlich ein bisschen pro domo gesagt, aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube, es ist schon eine großartige Sache, dass das BMBF sich entschlossen hat, hier ein sehr langfristiges Projekt zu finanzieren, zu dem größten gesellschaftlichen oder einem der größten gesellschaftlichen Großprojekte, das dieses Land je unternommen hat. Und das geht ja, hat ja schon lange begonnen und das geht jetzt dann fast über 10 Jahre hinweg. Und als wir begonnen haben, darüber nachzudenken, was Energiewende bedeutet, da haben wir noch darüber geredet, dass wir einen hohen Anteil, vielleicht 100% von Erneuerbaren, heute reden wir von Treibhausgasneutralität, das spiegelt schon mal einen ganz wichtigen Schritt. Dann kam die Pandemie. Und dann war die Frage, wie ist denn das eigentlich mit der Energienachfrage? Hat sich da irgendwas strukturell auf den Weltmärkten verändert? Kurz darauf kommt die Ukraine-Krise. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen eigentlich die Dinge, die wir vielleicht vor 10 Jahren uns mal so vorgestellt haben und wofür es auch Blaupausen gab, das kann einfach so nicht umgesetzt werden, weil die Pläne nicht stimmen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ist die Planrevision, das permanente Umstellen von Plänen, ist es jetzt ein Argument dafür, Pläne zu machen oder dafür ein Argument, keine zu machen? Und ich würde sagen, Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Und da kommt die Wissenschaft rein. Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Und nur wenn wir uns irren, wenn wir das strukturiert reflektieren, warum wir uns geirrt haben, können wir sozusagen auch lernen und was besser machen. Und das ist die Aufgabe, die die Wissenschaft in diesem Spiel hat. Und darum haben wir heute in der Früh habe ich also mit so großer Werf Ihnen widersprochen, als Sie gesagt haben, ja, wir wissen doch schon alles, es geht nur um die Umsetzung. Nein, wir haben uns auf eine große Reise gemacht und wir müssen ständig beim Navigieren uns auf neue Situationen einstellen. Es ist eben nicht so, dass man dann sagt, das ist der Kurs, sondern wir den Kurs eben ständig verändern müssen. Und es gibt noch eine Pointe in diesem ganzen Copernicus-Projekt, auf die möchte ich auch hinweisen. Und das ist aus meiner Sicht das zeigt, dass das BMBF nicht nur Weitsicht hat, sondern auch einen unglaublichen Humor. Und das möchte ich ganz kurz erläutern und einen gewissen Sinn für Ironie, den man dafür auch braucht. Denn es ist gar nicht so klar, dass die Wissenschaft sich auf so einen Prozess einlässt. Denn es gibt berühmten Politikwissenschaftler, Wolfgang Merkel, der hat einen Satz geprägt, der hat gesagt, wer so sehr auf die Epistemisierung der Politik baut, muss sich nicht wundern, dass die Wissenschaft politisiert wird. Darf ich ganz kurz fragen, die Epistemisierung? Lassen Sie, ich will das kurz erläutern. Okay. Das ist auch für mein niederbayerisches Herz ein bisschen zu geschwollen, aber er hat es jetzt mal so gesagt, deswegen muss ich ihn zitieren. Was er damit meint ist, wer eben Politik wissenschaftsbasiert und evidenzbasiert will, der muss natürlich auch dafür eine Wissenschaft haben, die dazu bereit ist. Und jetzt ist doch die Frage, heißt es dann, dass wenn man missionsorientiert ist, wenn man das macht, dass wir uns dann damit eine Wissenschaft einhandelt, die eben politisiert wird, die eben dann durch Kräfte, durch Kriterien beeinflusst wird, die der Wissenschaft inhärent fremd sind. Mhm. Die Wissenschaft lebt vom Widerspruch, die lebt von der permanenten Korrektur des Irrtums. Die Wissenschaft ist nicht dazu gemacht, irgendwann mal einen Abbruch zu sagen und jetzt muss entschieden werden, egal ob jetzt das so genau weiß und auch bei Unsicherheit, es muss irgendwann mal, muss irgendjemand entscheiden und es muss jemand sein, der legitimiert ist. Und meine Antwort darauf wäre, dass dieses Wissenschaftsmodell, das wir alle internalisiert haben,
Das ist ein ehrbares Wissenschaftsmodell, das aus dem 19. Jahrhundert kommt, eine Zeit, als die deutsche Wissenschaft ganz groß war, ganz vorne, und wo wir der festen Überzeugung sind, es darf in der Wissenschaft keine fremden Einflüsse geben, die der Wissenschaft inhärent fremd sind. Und ich würde sagen, jetzt kommt da was Neues mit hinzu. Und das stellt uns Wissenschaftler, das hat man in der Pandemie schon gesehen, vor große Herausforderungen. Weil die Politik natürlich an uns den Anspruch stellt, dass wir alternativlose Entscheidungen legitimieren oder Alternativloses empfehlen. Umgekehrt ist es aber so, naja, und der Versuchung erliegen wir ja auch gern. Ja? Ist ja nichts schöner, als wenn man dann sagen kann, das ist jetzt auch die wissenschaftliche Wahrheit. Umgekehrt ist es aber auch so, die Wissenschaft muss sich eben darauf einlassen, auf das Entscheidungsproblem der Politiker. Und das ist das, was wir in Copernicus versuchen. Und sich auf ein Entscheidungsproblem eines Politikers oder eines politischen Entscheidungsträgers oder politischer Institutionen einzulassen, heißt ja nicht, das Entscheidungsproblem für richtig zu finden. Es heißt auch nicht, die Entscheidung abnehmen. Aber es heißt, dass man die Alternativen zunächst mal mit innerer Sammlung und mit innerem Abstand zur Leidenschaft, das ist eine Formulierung von Max Weber, versucht zu analysieren, die zu eruieren und sie auch dem Irrtum offen zu halten. Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Und diese beiden Aspekte, dass wir uns einlassen auf die Entscheidungsprobleme der Politiker, dass wir sozusagen wissen, es gibt auch hier sozusagen eine Mission, und das Umgekehrte aber eben, dass wir dann eben auch der Politik zumuten, dass wir uns als Wissenschaftler nicht verraten, nicht Dinge tun, die der Wissenschaft fremd sind, nämlich Ersatzpolitiker zu spielen, das gehört zu einem ständigen Aushandlungsprozess. Und der bedarf einer gewissen Fähigkeit zur Ironie, einer gewissen Fähigkeit zum Humor. Denn hätte man den nicht, dann würde man im Grunde genommen permanent im Zustand der inneren Aufregung und Empörung rumlaufen. Das ist für beide Seiten nicht gut. Ich finde es interessant, wie Sie den Begriff von Humor definieren. Ich will das jetzt nicht diskutieren, aber ich möchte das an Sie zurückspielen, diesen Ball, weil ich das total interessant finde. Im Ariadne-Projekt, das bisschen, das ich in mich versucht habe, da reinzufräsen und zu verstehen, wie diese Prozesse genau ablaufen, die Sie gerade beschrieben haben. Mich würde interessieren, was haben Sie persönlich gelernt durch diese Copernicus-Projekte? Nicht in den einzelnen wissenschaftlichen Daten und Erkenntnissen, sondern im prozesshaften Miteinander umgehen. Mit oder ohne Humor? Ist eine, wieder die, gerne mit Keule. Ist eine, aber eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja. Trotzdem gerne mit Humor in der Hinterstube. Also wir im BMBF haben diese Projekte deshalb mit Freude und Humor auch aufgelegt und unterstützt, weil wir eine Fokussierung auf ein klares Ziel, also es war von der Grundlagenforschung beginnend, aber mit dem Ziel, wir missten aus, wir räumen beiseite das, was am Ende keine Perspektive zur Umsetzung hat. Das ist mir an der Stelle wichtig, weil die Ministerin wird auch gern zitiert, Kontext Klima hat man das jetzt, Priorisierung zugunsten Impact. Ja, genau. Eine derartige Priorisierung entspricht nicht dem Gedankengut, dem Mindset im BMBF. Es geht darum, diese Interdisziplinarität herzustellen. Das ist eine der großen Verdienste in diesen Copernicus-Projekten, Transdisziplinarität herzustellen. Es geht darum, die Brücke zu bauen aus der Wissenschaft, aus der Grundlagenforschung hin zur Anwendung, hin zur industriellen Anwendung, hin zu einer Perspektive zur Innovation. Und das über diesen langen Prozess mit auch Korrekturen, mit Anpassungen. Es gibt einen Beirat, der sich hier der Qual, und ich hatte das Vergnügen, diesen Beiratssitzungen zumindest zeitweise beizuwohnen, der sich auch nicht schont, immer wieder zu schauen, welchen Anpassungsbedarf gibt es. Trotz des sicheren Rahmens, den wir als Förderorganisation, als BMBF jetzt hier gegeben haben. Und das ist etwas, was Spaß macht, zu sehen und jetzt, was auch Spaß macht, also ich hätte es bedauert, und es war aber auch ganz klar, die Ministerin hat das ja auch mit Inbrunst verkündet, bis zu 120 Millionen bei entsprechend guten Anträgen.
stehen hat sie für, das gesagt? Hat sie gesagt, ja. Ach, habe ich überhört. hat sie also hier in den Blick genommen. Es ist weiterhin eine Priorität, das ist auch unstreitig, das braucht man gar nicht zu diskutieren. Mhm. Energiewende, Energiekrise machen es sogar noch prioritärer, als es zu Beginn war, denke ich. Und das setzt uns jetzt alle, und das ist die Erwartungshaltung, die auch hinter diesem Förderaufruf steckt, ein Stückchen weit auch, denke ich, unter Druck, diesem Anspruch zu genügen, den wir mit diesen Copernicus-Projekten aufgesetzt haben, nämlich, dass das am Ende Impact erzeugt, auf dieser Wegstrecke am Ende eine Umsetzung möglich ist und das, was die Projekte sind ja gerade schon genannt worden, die Umsetzungsperspektiven sind konkret und da freuen wir uns natürlich dann am Ende zu sehen, dass die dann auch die Babys irgendwann laufen und größer werden und skaliert werden und der Bedarf aus der Energiebranche ist entsprechend. Also insofern hoffen wir, dass wir durch diese Förderung einen wesentlichen Beitrag leisten konnten, die Energiewende zu einem Erfolg zu bringen. Wir sprechen jetzt über das Why, ja, so, wenn ich mit Simon Sinek anfange. Und lassen Sie uns ein bisschen zum What kommen, woran weiter geforscht werden muss, jenseits dessen, was schon passiert. Sie waren in dem Wasserstoff, in der Wasserstoff-Session und Sie waren in der ersten Session, wo es nochmal um Industrietransformation ging. Was gibt es da für Forschungsbereiche, was Sie aus der Diskussion vorhin mitgenommen haben, wo wir dringend noch mehr oder weiter intensive Forschung benötigen, damit wir angesichts der notwendigen Beschleunigung zu Potte kommen? Wenn ich vielleicht auf einer allgemeinen Ebene anfangen darf, nochmal zum Copernicus. Sie haben es angesprochen, es ist eine neue Art von Forschung, die hier entsteht und die hier sozusagen jetzt eine neue Art von Forschungskultur, ja, die hier aufgebaut wird. Interdisziplinär wurde angesprochen, transdisziplinär, missionsorientiert. Das sind alles Themen, die wir jetzt brauchen, wo wir jetzt viel gelernt haben hier in Copernicus und wo jetzt aus Brüssel noch einmal die Verstärkung kommt mit den Missionen. Was gibt es jetzt zu tun, was können wir jetzt noch lernen oder forschen? Ich glaube, darum wollte ich allgemein anfangen, es geht auch weiter, diese Methodik zu entwickeln. Also wenn wir jetzt denken an große missionsorientierte Projekte und wir würden sagen, eine Mission könnte sein, die Stahlbranche muss jetzt CO2-neutral werden, eine andere Mission ist, oder die Chemie oder was auch immer, ja? Oder erneuerbarer Strom bis 2030 in Deutschland und Österreich. Das wären große Missionen, aber die Frage ist, was braucht es dazu? Und da braucht man, glaube ich, von der Inter- und Transdisziplinarität mindestens so viel. Wir brauchen Sektoren dazu. Wir brauchen wahrscheinlich eigene, andere Skills, auch ProjektleiterInnen, die das können. Also da geht es ja dann, das ist ja nicht mehr aus einer wissenschaftlichen Verständnis herauszustemmen, solche Megaprojekte, das sind ja Riesenprojekte, die von Forschung bis zu Rieseninvestitionsthemen gehen. Also es braucht auch eine neue Art, wie man Projekte bewertet. Was ist denn da das KPI dahinter? Ja, es ist ja, was ist denn dann die Exzellenz? Weil nicht, es wird Teile in diesen Projekten geben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wo es um eine grundlagenorientierte Forschung geht oder wo es um eine Technologieentwicklung geht, wo die alten, bisherigen Modelle gelten und möglich sind, aber wenn es darum geht, wie kann man einen Prozess skalieren, wie kann man einen Prozess beschleunigen, dann wird zum Beispiel die Publikation nicht mehr ausschlaggebend sein oder nicht mehr das alleinige Mittel zu sagen, das war jetzt ein gutes Projekt. Ja. Dann müssten Sie aber auch Lehre verändern. Ja. Ich will jetzt nicht den Hut immer größer ziehen, aber das ist auf jedem Podium, wo ich über Transformation spreche, immer das letzte Thema. Ja, dann müssen wir aber auch die Bildung verändern, weil so lange noch von den und so weiter. Ja, naja, egal. Ich wollte also, nur mal dazwischen sagen. Und im Wasserstoffbereich glaube ich, dass man ganz klar sagen kann, es gibt sicherlich Technologiethemen, ja, im Bereich der Elektrolyseure und im Bereich Betrieb von Elektrolyseuren und Lebenszyklus und so weiter. Aber ein ganz Riesenthema ist hier überhaupt einen Markt zu entwickeln, Preise zu verstehen, dann die globalen Wertschöpfungsketten zu verstehen. Wie viel kann importiert werden, wie schauen diese Partnerschaften aus, haben wir heute viel darüber diskutiert. All diese Fragen. Ja. Also ich glaube, gerade in dem Bereich Wasserstoff ist noch sehr viel offen und noch sehr viel, also noch sehr, wie soll ich sagen, der Graubereich noch sehr groß, wo man hingeht. Ja, ich glaube, wir sollten uns ja da nochmal von der Zielsetzung her verständigen. Also wir wollen ja bis 45 in Deutschland, 50 in Europa, 40, ja, also Österreich ist immer voraus. Also das Entschuldigung. Also,
Gut, also jedenfalls haben wir da schon, also wir haben da drei verschiedene Zielmarken, aber das Ziel ist das gleiche. Und diese Treibhausgasneutralität, die ist ja nur zu erreichen, ich würde es mal so nennen, wenn wir zu einem umfassenden industriellen Kohlenstoffmanagement kommen. Wir haben jetzt heute sehr viel über einzelne Technologien geredet, Power to X. Es geht dann auch um die Frage von so Direct Air Capture, also Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre. Es geht dann auch um solche Dinge wie CCS. Aber das Ganze muss eingebettet sein in einen umfassenden industriellen Kohlenstoffkreislauf. Also wir werden dann eben, wenn wir synthetische Kraftstoffe produzieren, eben das CO2 aus der Biomasse, und da ist nicht so viel da, also wird es zum großen Teil aus der atmosphärisches CO2 sein müssen. Und das wurde heute mehrfach gesagt, das CO2 dann im Kreislauf zu führen, das ist dann auch mit großen Effizienzverlusten verbunden, mit denen man arbeiten muss. Da geht es dann also auch um die Frage, wie man die vermindern, wie man die einschränken kann. Also das ist mal sozusagen das große Ziel. Und Treibhausgasneutralität ist viel, viel mehr als nur vollständig auf Erneuerbare umstellen. Also das ist ein riesiger politikinduzierter Strukturwandel, den wir da im Augenblick auslösen. Und dann muss die zweite Frage sein, es ist doch klar, dass das nicht durch eine einzelne große Behörde gemacht werden kann, sondern da geht es dann um Fragen, wie können Märkte das koordinieren. Das ist ein Riesenthema. Das haben wir heute nur so ganz sachte und manchmal ein bisschen kontroversen, weil wir heute freundlich sein wollten, haben wir die Kontroversen halt bis zum Ende durchexerziert. Aber das werden wir natürlich weitermachen. Da geht es dann schon um die Frage, wie soll der Strommarkt in der Zukunft ausschauen. Das ist dann nicht nur die Frage, wer kann was verdienen, sondern da geht es dann um die Frage, wie muss ein Strommarkt ausschauen, der die Koordinationsfunktion wahrnehmen kann, dass wir dann eben die entsprechenden Speichertechnologien haben. Und dann geht es natürlich auch, haben wir auch nicht so viel geredet heute drüber, aber das führt uns dann also eben bei dem Thema Treibhausgasneutralität in die ganze Frage, wie ist denn das eigentlich bei den negativen Emissionen? Wie schauen da die Anreizsysteme aus? Und die Anreizsysteme werden so ausschauen, wir werden diejenigen, die das bereitstellen, werden wir dafür zahlen müssen, dass sie negatives CO2 erzeugen. Das erfordert eine vollkommen neue Art und Weise, wie wir über solche Marktstrukturen nachdenken, wie wir auch darüber nachdenken, wie Wertschöpfung entsteht. Also ich glaube, das sind zwei Dinge. Es geht um die konkreten Technologien, aber es geht auch darum, wie schaut die Koordination aus. Und dass diese Koordination so ausschauen kann, die wir aus dem 19. Jahrhundert übernommen haben, da gibt es sozusagen den Staat, die Bürokratie, und da gibt es den Markt, und die treffen dann aufeinander, diese beiden Systeme, und das clasht dann, so wird es nicht funktionieren. Sondern da wird es Netzwerke brauchen, da wird es komplexere Koordinationsmuster benötigen, und bei diesen Koordinationsmustern werden wir auch unser Lehrgeld zahlen müssen. Aber darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Gerne. Wie passt das mit unseren Wahlzyklen zusammen? Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, ich weiß schon, worauf Sie jetzt kurze Antwort, ja, nur eine kurze Antwort, aber das ist ja eine große Systemfrage, die Sie stellen. Ja, aber auf sowas kann man keine kurze Antwort geben, weil da geht es nämlich um die Frage, die Sie stellen, sind Demokratien in der Lage, solche Transformationsprozesse überhaupt zustande zu bringen? Und die Wahlzyklen, da stellen Sie ja die Frage, ist die Politik langfristig genug orientiert? Und da wäre meine Antwort, sie ist nicht langfristig genug orientiert. Aber wenn wir uns mal anschauen, wer überhaupt in den letzten 20 Jahren sowas wie Klimapolitik zustande gebracht hat, dann waren es Demokratien. Autokratien sind es nicht gewesen. Ich habe keine Systemfrage gestellt. Aber ich stelle sie. Aber ich nicht. Weil das steht nämlich genau unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs hinter der ganzen Frage. Sind denn eigentlich die Demokratien in der Lage, Pandemie und jetzt auch Treibhausgas in der Klimakrise, sind die Institutionen so ausgerichtet, mit solchen fundamentalen Umwälzungsproblemen klarzukommen? Und da würde ich sagen, die Antwort ist, die haben es bisher gar nicht so schlecht gemacht. Das heißt ja nicht, dass sie es nicht nur besser machen können, dass man nicht nur mehr darauf achten muss und daran arbeiten muss, dass in demokratischen Institutionen die Politik sich mit langfristigen Risikofragen sehr viel stärker beschäftigt, vor allem auch mit den Risiken, wo man glaubt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit ganz, ganz gering ist. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, die wir haben. Und wir müssen uns natürlich, wir sind in einem Systemwettbewerb mit Autokratien, das ist überhaupt keine Frage. Und wir sind auch in einer Situation, wo wir, das haben wir heute auch diskutiert, wo es um die Frage geht, dass wir
das ursprüngliche Ideal Handel durch Wandel, das wird so nicht mehr ohne weiteres funktionieren. Und das stellt uns vor gravierende Herausforderungen. Wir können natürlich jetzt nicht in Copernicus alle diese Herausforderungen anpacken, aber wir müssen zumindest verstehen, das glaube ich schon, in welchem veränderten Umfeld wir Copernicus betreiben. Und dieses Umfeld, wenn Sie mir das noch gestatten, ist ein ganz anderes als das Jahr 2015. Da hatten wir das Paris-Abkommen. Da waren wir alle davon überzeugt, dass der Multilateralismus funktionieren wird. Da waren wir davon überzeugt, das wird schon irgendwie gehen. Wir haben jetzt die Finanzkrise halbwegs ausgestanden. Wir sind dann aus der Pandemiekrise jetzt sofort in die Ukraine-Krise geraten. Das ist schon ganz schön heftig. Denke ich, ist es jetzt notwendig, dass wir auch verstehen in Copernicus, auch wenn wir nicht alles lösen können, dass wir in der neuen Phase in einem vollkommen anderen gesellschaftlichen Umfeld operieren. Jetzt sind wir in ganz großen Sphären. Ich habe Sie selber angezettelt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte jetzt nicht weiter diskutieren, weil ich möchte dieses Thema der Kommunikation. Ich darf viel fürs BMBF oder durfte seit geraumer Zeit darf ich viel fürs BMBF moderieren oder immer wieder. Und das Thema Wissenschaftskommunikation ist mit BürgerInnen-Dialogen, mit allem möglich, mit Beteiligung über den digitalen Raum, wurde sehr viel gespielt. Es kommt eine Frage aus dem digitalen Raum. Spielen Sie uns noch was rein, wenn Sie noch was möchten, oder melden Sie sich auch, wenn Sie noch was los. Wir haben einen Staatssekretär aus dem brandenburgischen Wissenschaftsministerium auch hier, wenn Sie widersprechen oder sich einbringen wollen, herzlichst willkommen. Die Frage aus dem digitalen Raum ist, was ist das Ziel von Formaten? Was ist das Ziel von Formaten zur Beteiligung von BürgerInnen und Bürgern in der Forschung? Die geht an mich. Sie machen ja so viel im Ministerium. Deswegen, was ist das Ziel davon? Also von Teebeuteln, die über Humusqualität aussagen und so weiter. Also, wir waren in Bioökonomie. Ja, nicht nur, aber beteiligt. Da war ich auch. Ich merke es schon. Ja, es war schön da. Ja. Ja, das Ziel ist, die Erkenntnis aus der Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit verständlich hineinzubringen, weil neue Technologien bedeuten oftmals neue Produkte oder neue Prozesse und die ohne ein gewisses Verständnis, eine Offenheit für Technologien und Verständnis dann in der Konsequenz zu einer Nicht-Akzeptanz von Technologien geführt haben. Und wir haben das ja in der Vergangenheit, ob das Biotechnologie war, ob das Kernkraft war, haben wir diese Fragen ja diskutiert. Und haben gemerkt, dass eine nicht ausreichende Kommunikation von wissenschaftlicher Erkenntnis beiträgt zu Verschwörungstheorien, beiträgt zu Missverständnissen oder jedenfalls zu einer öffentlichen Meinung, die dann am Ende der Politik, die wiederum von Wahlen abhängt, ein Umsetzen, ein weiter Vorangehen in diesen Technologiebereichen, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit ermöglicht, die geboten ist. Und das Thema Energiewende zeigt ja die Notwendigkeit. Wir müssen schneller werden, wir stehen für enormen Herausforderungen. Und dabei muss man die Bevölkerung mitnehmen. Und das ja, ist das aber Ziel muss, das sagen wir schon den ganzen Tag. Und Frau Nallinger hat sich im Vorgespräch mit mir hat sie gesagt, bitte lassen Sie uns nicht über Atomkraft reden. Das ist eine Scheindebatte. Also weil sie sagte, in der Bedeutung zu dem anderen, was wir da diskutieren. Und da geht es um Kurzfristigkeiten und so weiter. Sie bitte nicht darüber diskutieren. Aber wenn ich mir angucke, wen wir erreichen mit der Kommunikation, wo die Windräder gebaut werden, wo wir aber Digitalformate, wo gucken sich die Leute das an und so weiter. Also da scheint ja doch ein bisschen was mit Blasen und Echokammern und so weiter immer noch zu existieren, wo es sehr schwierig ist, an die Leute wirklich mit Sinn, Verstand und Verständnis zu geraten, die wir überzeugen, wir in Anführungsstrichen. Vielleicht, ich weiß nicht, aber während Sie das sagen, Sie wollten bestimmt was ganz anderes sagen, aber es beschäftigt mich. Ich wollte dazu noch was sagen, vorher angesprochen haben, dass im Sinn der Beschleunigung transformative Forschung, missionsorientierte Forschung immer wichtiger wird. Und aus meiner Sicht ist ein Teil von dieser Art von Forschung so etwas wie Reallabore, so etwas wie Living Labs, was wir ja nicht sehr ausgeprägt, aber ein bisschen auch in Copernicus haben und ich glaube aber, dass in weiterer Folge das noch viel stärker wird. In diesem Kontext ist dann eine Bürgerinnenkommunikation nicht mehr ausschließlich eine Information, sondern eine ganz andere Art von Mitgestalten, Einbinden, von Co-Creation, von was auch immer ich haben möchte. Und das bedeutet dann, dass ich nicht nur erkläre, warum dieses Windrad jetzt dort stehen soll, sondern dass man gemeinsam eine Lösung in einer Gemeinde suchen muss, wie wird diese Gemeinde erneuerbar. Und da wird es dann wahrscheinlich sinnvoll sein, auch ein Windrad zu haben und das dann vielleicht auf einen Platz gefunden wird, der passt. Und diese Art von Ernstnehmen
der Bevölkerung, der BürgerInnen, muss alle diese Projekte durchdringen. Wir müssen da viel professioneller herangehen. Ich habe schon mal gesprochen, ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig sein, dieses Wissen, das hier auch entstanden ist, zu verbreiten und zu versuchen, in großen Reallaboren, wo es wirklich um die Defossilisierung von ganzen Regionen geht, das mal zu versuchen und zu machen. Ja. Das wäre dann wirklich Beschleunigung. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für die Zukunft. Machen wir die Role Models, die wir da draußen schon haben, als EinzelkämpferInnen oder Gruppen? Leider fällt es mir gerade nicht ein. Ich habe im Windenergiezusammenhang gerne Ihre Frage. Da war ein Bürgermeister, der hat im Hunsrück oder so seine Gemeinde sowas von umgedreht durch Windenergie und er hat die Leute beteiligt. Also er hat nicht nur gesagt, hier, ihr kriegt Informationen, nee, ihr kriegt Kohle. Ihr werdet daran beteiligt, an unserem Transformationserfolg, der ein ganzheitlicher ist. Und wir nehmen euch dabei in Anführungsstrichen nicht nur mit, sondern wir zählen auf euch und wir zahlen aber auch. Und aber ich nehme erstmal Ihre Frage. Mir fällt der Name leider nicht mehr ein. Wir schalten Sie hoch. Wir haben noch. Unsere Technik ist noch anwesend. Hallo? Können wir netterweise? Ja. Anna vielen Dank. Hessel, als Mitglied, also als Person, die in dieser Bürgerbeteiligung Bürgerin ist, hat mich Ihre Aussage gerade schon ein bisschen verletzt, weil das total nach, wir testen mal an Ihnen, ob unsere Argumente gut sind, klang. Und ich hatte den Eindruck, es geht auch darum, dass ich gehört werde, dass meine Meinung irgendwie wichtig ist und auch, dass ich ernst genommen werde. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiges Ziel von Bürgerbeteiligung. Nur ganz kurz, dass Sie mich richtig... Haben Sie mich gerade gemeint? Nein, ich habe... Ach so, weil ich gerade versuche... Bitte? Ich habe Herr Rieke gemeint, der als Ziel von Bürgerbeteiligung okay. Verständnis formuliert hat. Und zwar in eine Richtung. In eine Richtung. Und ich würde mir aber auch gerne Richtung wünschen. Also, dass ich als Bürger auch gehört werde. Okay, nehmen wir das um... Das ist jetzt erstmal nur ein leidenschaftlicher Kommentar und keine Frage gewesen. Okay. Da haben wir aber gar keinen Widerspruch, das war dann verkürzt von mir formuliert. Also alles gut. Okay, aber nehmen wir das mal ernst, was Sie sagen. Zurück auch nochmal an Sie. Nein, wenn wir dieses dialogische Moment stärken wollen, also nicht nur Wissenschaftskommunikation in die Richtung und nicht nur der Teebeutel, der zurückgeschickt wird, sondern ernsthaft, was habe ich beizutragen? Nicht nur, weil ich Daten liefere über irgendwas, sondern wirklich meine Position, meine Werte, meine Sorgen, mein Vorgarten, mein alles. Wenn wir das ernster nehmen, was muss ich dann auch in Ihrem Ministerium oder wo müssen wir uns dann bewegen? Wir jetzt wieder als Stakeholder. Wo muss ich das dann noch was verändern, was anders sein muss als heute? Sowas wie Reallabor und Citizen Science muss ein selbstverständlicher Teil eines jeden Projekts sein. Sie wollen noch was dazu sagen? Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Also ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht zu unbeliebt. Also den Dialog, der geht immer in zwei Richtungen, das halte ich für essentiell. Ich glaube aber, dass die Bürgerbeteiligung allein nicht reicht. Und da will ich ein Beispiel geben. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt, dass vorige Woche in einer großen Abstimmung in Chile die Verfassung abgelehnt worden ist, ja. Mit 68% oder sowas. Diese Verfassung ist vorbereitet worden, ja. Durch Bürgerräte. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, wenn wir jetzt über die Frage reden, wie können Entscheidungen in Demokratien verbessert werden, dann müssen wir schon das gesamte Bild nehmen. Dann müssen wir über die Parlamente reden, dann müssen wir über die Exekutive reden, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann mal über die Judikative reden. Aber ich glaube, das ist eine absolut entscheidende Frage, auch wie wissenschaftliche Erkenntnisse an die Entscheidungsträger so, wir sollen sagen, dass wir dort so einen Dialog beginnen, dass wir wissen, worüber wir reden. Also ich habe sehr oft den Eindruck, auch von mir, dass ich über das Entscheidungsproblem meines Gegenübers viel zu wenig weiß, auch über die zeitlichen Constraints. Ich habe aber sehr oft den Eindruck, und das gehört auch ein bisschen damit dazu, dass man sich da gegenseitig mit Humor erträgt, dass Entscheidungsträger mir mit dem Brustton der Überzeugung, war das jetzt eine Zensur? Ja, vom Algorithmus aber nur. Ja. Mit dem Brustton der Überzeugung sagen, sie seien wirklich überzeugt davon, dass das 1,5%-Ziel in der Klimapolitik gehalten werden muss, dann würde ich sagen, naja, also da ist dann vielleicht die Tiefe der Beschäftigung mit dem Thema noch nicht ganz so weit gereift. Umgekehrt ist es aber auch so, dass mir bewusst ist, dass wir oft mit
dass wir eigentlich, unsere Aussagen sind oft folgender Gestalt. Ein Politiker fragt, wie komme ich am besten von London nach München? Und wir antworten darauf und sagen, also wenn ich nach München kommen wollte, würde ich nie von London starten. Und das ist natürlich keine sinnvolle Kommunikation, weil wir gar nicht akzeptieren, dass wir jetzt eben in London sind und nicht dort, wo wir die ganze Zeit darüber nachgedacht haben, wo es schön wäre, wie wir also dann meinetwegen von Stockholm nach München fliegen könnten. Und ich glaube, das ist also schon eine wichtige Frage, aber das ist aus meiner Sicht nicht eingefangen mit Bürgerbeteiligung allein, sondern wir müssen da wirklich mit den Parlamenten, mit der Exekutive zu anderen Formaten kommen. Wir wollten ja eigentlich nur über Wissenschaft reden. Wir reden über große Themen. Ich finde es total interessant, am Ende des Tages so große Fragen zu wälzen. Ich möchte mit Blick auf die Uhr und weil ich das ganz wichtig finde, dass der Bürgerdialog Ariadne seine Zeit ab 17 Uhr hat und dass ich das nicht überziehe, mit einer kurzen Schlussfrage stoppen. Ja, wirklich. Ich beginne mit Ihnen und dann Sie alle drei. Ganz kurz. Wann haben Sie das persönlich das Gefühl, die Frage ist nicht abgesprochen, dass Sie wirklich, wirklich Impact haben? Persönlich, individuell, Impact. Wie heißt das deutsche Wort? Wirkung. Wirkung. Wann haben Sie individuell das Gefühl? An welche Situation kommt Ihnen gerade im Kopf vor? Nicht so eine generelle Antwort. Wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl, in einem Moment der Wahrnehmung Ihrer selbst, wo Sie wirklich, wirklich Wirkung erzeugt haben? Als Individuum. Mit Mikro am liebsten. Danke. Die Wirkung eines Ministeriums, das ist natürlich jetzt an mich gerichtet, diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Aber Sie dürfen sie auch persönlich beantworten im Kontext zur Sache. Wenn ich es persönlich für mich beantworte, wenn wir im Bereich, mache ich es mal ganz konkret, nationale Wasserstoffstrategie, wir diskutieren, wo setzen wir die Forschungsschwerpunkte, wir setzen Leitprojekte auf, die gemeinsam mit der Industrie besprochen werden, diskutiert werden, mit der Wissenschaft, wo wir auch bewusst, um diesen Impact zu erzielen, die Industrie in die Konsortialführerschaft verpflichten. Und das ist auch immer die Frage, die Herr Edenhofer gerade zurechtgestellt hat. Man muss auch erstmal die Bereitschaft finden für diese Rollen und dann zu schauen, dass die Industrie und die Wissenschaft sich in diesen Prozessen gut organisieren, dass man es gut moderiert mit den Zielvorstellungen, die man am Ende erreichen will. Und wenn dann auch noch, und das sage ich jetzt mal, und jetzt schmunzeln Sie vielleicht, wenn Sie dann auf meinem Stuhl sitzend sehen, dass diese Prozesse Zeit dauern, dass die Mittel, die man zur Verfügung hat, aber zeitlich gebunden sind und dass dann Mitarbeiter mir und Mitarbeiterinnen mir auf, das habe ich noch nie vorher gehabt, auf so Servierwagen die Akten zur Bewilligung reinschieben, nur um gewisse Fristen einzuhalten, dann merke ich, dass ich Impact habe. Und wenn ich dabei auch noch, sage ich mal, pragmatisch bin und das Haushaltsrecht so weit, wie es mir rechtlich möglich ist, also mit einer deutlichen Bewegung in Grauzonen, in Richtung von roten Linien, Dinge ermögliche, weil ich weiß, wie viel Engagement in dieser Projektausarbeitung und Konzeption drinsteckt, dann habe ich das Gefühl, dass ich Impact habe. Ja. Finde ich super. Erinnert mich an einen Schulleiter. Achso, bitte, der Applaus gehört Ihnen. Den will ich nicht wegnehmen. Schulleiter vor wenigen Tagen, der sagte am Bodensee, ich sage jetzt nicht, welche Schule, ich muss alle zwei Jahre den Deutschen Schulpreis gewinnen, sonst bin ich mit einem Fuß im Knast. Weil dann wird er geadelt für seine Innovation, die er tut, die aber eigentlich nicht immer konform ist mit allen Gründen. Das war jetzt eine etwas längere Antwort, es ist 1:05. Kurze Antwort, wann haben Sie Impact? Ja, ich bin ja erst seit 1.1. Vorständin in Salzburg und daher was vor dem Hintergrund vielleicht. Ich habe ein Programm eingeführt, Hashtag die Zukunft. Wir haben im Unternehmen nur 17% Frauen. Das haben wir jetzt eingeführt im März, Mai letzten Jahres. Jetzt sind wir schon 1,5% mehr, erstens. Und die Frauen sind ganz begeistert und die Männer übrigens auch, weil es jetzt lustiger wird im Unternehmen, um beim Wort zu bleiben. Noch lustiger. Zweiter Punkt vielleicht noch, ganz wichtig, ein Team, das jetzt wirklich funktioniert, das die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich ausbaut,
eine riesen Strategie für Fernwärmeausbau, wo es jetzt große Investitionen gibt und das, was mir am allerwichtigsten war, ausgeschrieben und mittlerweile vergeben, eine wissenschaftlich basierte Studie zum Thema Dekarbonisierung von Salzburg. Und ich hoffe, dass wir mit Jahresende die Ergebnisse haben, wo wir dann genau das, was ich hier vorher angesprochen habe, dann auch wirklich angehen können, nämlich wissenschaftlich basiert Entscheidungen treffen und Investitionspläne machen. Vielen Dank. Die Infrastrukturleute können Sie gleich nach Berlin schicken für die E-Autos. Ja, also wenn Sie mich fragen, wann habe ich das letzte Mal die Entscheidung eines Politikers direkt beeinflusst, unmittelbar, dann war das ungefähr vor 20 Jahren, als ich den damaligen Ministerpräsident Manfred Stolpe im Marktcenter in Potsdam getroffen habe, kurz vor Schließung des Marktcenters mit seinem Leibwächter. Und er hat mich gefragt, also ich war halt als junger Familienvater, habe ich da eingekauft, er hat mich gefragt, welche Toilettenpapiermarke ich ihm empfehlen würde. Ich habe ihm eine empfohlen und er hat dann genau die gekauft. Also das war eine unmittelbare Wirkung. Das ist mir bisher nie mehr vergönnt gewesen, aber ich würde trotzdem sagen, Sie haben ja gefragt, wann erfahre ich mich selber als wirkmächtig, ja. Dann würde ich sagen, es sind immer zwei Situationen, wenn es mir gelingt, einen schwierigen Sachverhalt übersichtlich darzustellen. Das gelingt auch manchmal im Austausch mit Politikern. Das ist aber sehr oft bei mir in Seminaren und in Vorlesungen. Ich muss sagen, also die Begleitung von Doktorarbeiten und das in den Vorlesungen schwierige Sachverhalte auseinanderzudröseln oder zumindest mit meinen Studenten die Begeisterung über den Sachverhalt zu teilen, auch wenn er nicht übersichtlich ist, das erlebe ich dann doch als etwas Wirksames. Danke Ihnen sehr. Danke Ihnen sehr für dieses wirkungsvolle Podium. Applaus